Marcel Benger, als Nordrhein-Westfale bist du wahrscheinlich noch nicht so oft im Norden gewesen bisher. Wie hast du dich hier akklimatisiert? Ja, ganz gut soweit. Habe mich, glaube ich, relativ schnell zurechtgefunden. Bin eher so der ruhigere Typ, was aber, glaube ich, auch in den Norden gut hinpasst. War ab und zu auch schon mal im Urlaub an der Nordsee, deswegen alles entspannt. Okay. Jetzt hast du die letzten 4 Jahre bei Borussia Mönchengladbach 2 in der Regionalliga West gespielt. Jetzt der Sprung in die zweite Liga. Hast du diesen Niveauanstieg im Training direkt gemerkt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, man merkt schon im Training, dass man vor allem weniger Zeit am Ball hat, dass man sich schneller vororientieren muss und dass die Qualität halt in der Breite auch deutlich besser ist. Und da versucht man sich halt selber auch zu steigern, so schnell wie möglich. Wie sind deine Eindrücke bisher vom Verein und dem ganzen Umfeld? Ja, ist, glaube ich, sehr familiär, der Verein. Und auf dem Boden geblieben und hat natürlich auch mit der letzten Saison so eine kleine Überraschung gezeigt und spielt sehr guten Fußball. Der Trainer verlangt auch viel, dass wir Fußball spielen, was auch zu mir passt. Deswegen bin ich ganz zufrieden. Du hast angesprochen, dass es zu dir passt. Wie würdest du dich selber beschreiben, dein Spielstil? Bin ein Spieler, der gerne das Spiel vor sich hat, den Ball hat und ganz gut im Passspiel ist, guten Überblick hat und ja, allgemein viel die Räume erkennt und ja, Freiräume freispielen will. Siehst du dich eher defensiv, zentral? Wie ist das bei dir? Ja, schon so auf der defensiven 6. Und ist ja so, dass wir das hier im 4-3-3 spielen, wo das ganz gut passt. Und ja, das ist so die Position, die gut zu mir passt. Kanntest du vor deinem Wechsel nach Kiel schon jemanden hier? Oder wie hast du dich informiert? Oder gar nicht? Marco Comenda kannte ich ein bisschen. Mit dem habe ich ein Jahr in Gladbach zusammengespielt. Den Rest der Bande jetzt nur so vom Hören mal oder vom Sehen im Fernsehen. Und mit Julian Korb habe ich letzte Saison auch noch zusammen trainiert bei Gladbach 2. Aber wie gesagt, ist schon relativ einfach gemacht worden, sich hier zu akklimatisieren. Das ist schon ganz gut. Was hast du dir vorgenommen für die kommende Saison? Ja, erstmal will ich hier vernünftig ankommen, auch in der Mannschaft und meine Stärken einfach einbringen. Aber irgendein grundsätzliches Ziel mit Spielen oder so habe ich mir jetzt nicht gesetzt. Also ich will mich da nicht so schnell unter Druck setzen. Wir drücken in jedem Fall die Daumen und wünschen alles Gute. Dankeschön.